Entdecken Sie jetzt Ihre Lieblingsexperten auf Wikisana. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute in unserem Format Naturmedizin. In der aktuellen Zeit werden die Themen wie Depressionen, Burnout, Leistungseinbrüche, chronische Müdigkeit immer mehr zum Tagesthema. Aber wie finden wir wirklich mit einer vernünftigen Diagnostik, aber auch Therapie Wege aus diesem Kreislauf heraus? Welche Rolle spielt Körper, Geist, Seele, Spirit, aber auch ja, unser soziales Umfeld? Und da steigen wir heute ganz tief ein. Freuen Sie sich drauf. Bis gleich. Hallo lieber Volker, schön, dass du wieder da bist. Danke, Corinna, wieder für die Einladung. Ja, du warst ja einer unserer ersten Gäste im Sender vor vielen Jahren und wir freuen uns, dass du wieder da bist und natürlich auch dieses holistische Wissen, was du schon ja, über Jahrzehnte vermittelst. Und wir haben es schon im Vorfeld angesprochen, dass wir jetzt gerade eine ganz spezielle Situation haben in unserer Gesellschaft. Und was ist für dich in dieser Zeit jetzt gerade so dieses Besondere oder der Wandel oder auch die Krankheitsbilder, die sich zeigen, die es so vielleicht früher gar nicht in der Form gab? Also was auffällt, auch der Schulmedizin, dass die Leute müde sind. Möchte ich kaputt, müde. Nicht wirklich gleich Burnout. Ja, aber dass sie einfach sagen, ich bin abends kaputt, ich schlafe vielleicht 7, 8, 9 Stunden und stehe auf und fühle mich nicht wirklich erholt. Also ich gehe müde in einen Tag, der mich erschöpft und gehe müde in den nächsten Tag und bin wieder erschöpft und warte auf den Urlaub und stelle am Ende eines 3-wöchigen Urlaubs fest, das hat sich nicht viel verändert. Da muss man nachschauen, das ist anders, das ist keine Erschöpfung, wo man weiß, wenn ich 10.000 Meter gehe oder laufe oder renne, dann bin ich hinterher auch kaputt und weiß warum und kann rechnen, innerhalb von ein paar Stunden bin ich wieder da. So, das ist aber etwas, was nicht wiederkommt, sondern kann man sagen, gut, hat sich denn der Lebensstil so stark verändert? Im Prinzip nicht. Das sind diese Einzelfaktoren, die man auch messen könnte, die sind es eben nicht. Also ich kann Calcium messen, Kalium messen, ich kann Blutbild machen, Tod und Teufel rauf und runter. Ich werde es nicht finden. Nicht an einer Stelle. Aber wenn ich die vielen Stellen, wo was ist, zusammennehme, dann kann ich erklären, ah, okay, das ist wie bei einer Gießkanne, wo ich, was weiß ich, 20 Löcher unten drin habe. Jedes einzelne Loch ist nicht das Problem, aber die 20 Löcher sind das Problem. Und ich gieße den Weg und komme zum Beet und habe nichts mehr da. Und das ist, was mit den Leuten passiert, dass die so viele energetische Löcher haben, wo die Energie rausfließt und die merken das nicht. Ja, es ist ja so ein schleichender Prozess. Ja. Das ist ja das fiese, glaube ich, an der ganzen Thematik. Mit dieser Müdigkeit, dann eben nicht mehr aus dem Bett kommen, dann vielleicht auch den Sinn gar nicht erkennen, warum muss ich überhaupt oder will ich überhaupt. Also ich hatte jetzt auch über die Feiertage war ich auch auf einer Ayurveda-Kur und ich habe mit einigen Gästen dort gesprochen und ganz oft kam dieses Thema, ich müde, nur noch schlafen, um 10 aufstehen und um 12 am besten wieder hinlegen. Ja. Also der Tag hat sich eigentlich nur noch darum gedreht, wann kann ich wieder liegen und schlafen. Genau. Und auch dieses Phänomen, dass man auch tagsüber sofort wieder eingeschlafen ist. Ja. Was ja eigentlich früher gar nicht möglich war. Ja, da würde man ja wach im Bett liegen. Ja. Und, aber das war natürlich schon ein Thema, wo, klar, in der Ayurvedischen hat man dann von diesem hohen Vata gesprochen. Und man hat auch gemerkt, wie das so, sich sofort reguliert hat mit der Geschichte. Aber wie kriegen wir das jetzt mit der Diagnose oder auch mit den neuen Therapieformen? Du machst ja sehr viel holistisch. Und es geht ja jetzt auch darum, eine Lösung zu finden. Ja. Weil das ist ja wie so gefühlt grundlos. Ja? Genau. Die Leute sagen ja oft, ich hab gar keine Ahnung, warum das passiert. Richtig. Ja. Also es gibt Leute, die wirklich mit einem Blutdruck von 180 zu 100 zu mir in die Praxis kommen, wo ich denen das ansehe und sage, was ist denn los? Und ich sage, ganz normal. Dann messen wir Blutdruck und 180, 100. Das merkt keiner, weil wir keine Sensoren für sowas haben. Vor allem, wenn es sich so graduell entwickelt. Wir kriegen das nicht mit. Gut, irgendwann pfeifen die Ohren oder der Schädel tut weh. Aber ansonsten kriegen wir das nicht mit. Das ist eine der Möglichkeiten. Was ich in den letzten Jahren dazugenommen habe, immer mehr, das sind zwei Sachen. Das eine ist die Herzratenvariabilitätsuntersuchung, die ich früher schon hatte, aber deutlich häufiger jetzt einsetze. Weil du sagst, hohes Vata, das siehst du dort sofort. Du siehst so, sofort, was macht der Stressindex, also ne, Gaspedal, was macht die Bremse. Und bei vielen Menschen ist es noch nicht mal so, dass die so einen massiv hohen Stressindex haben. Der ist vielleicht etwas übernormal,
Also sagen wir, wenn ein Normalwert zwischen 100 und 150 wäre, würden die bei 200 liegen. Ich habe auch Leute mit 1000, klar. Mhm. Das Entscheidende ist, die Bremse fehlt. Die haben sozusagen, dass wenn du ein Automatikfahrzeug hast und gehst nicht auf die Bremse, rollt er weiter. Und die haben halt so ein hohes Gas und dann rollt er halt schneller weiter, weil du nicht bremst. Und wenn die Bremse nicht da ist, dann ist das ein übertriebener Energieaufwand, der da ist. Und das macht müde und keiner weiß es. So. Wenn du so einem Menschen Beta-Blocker gibst oder unterdrückst den Stressindex, machst du nichts gut. Mhm. Da wird er noch mehr kaputt, im wahrsten Sinne des Wortes. Was man machen muss, ist die Bremse fördern. Und die Bremse kann ich nicht dadurch fördern, dass ich was unterdrücke. So. Und die Bremse ist bei den meisten Gelassenheit, die da fehlt. Das Reflektieren des Lebens, wie es ist. Und wo lasse ich mich beeindrucken? Wo bin ich selber? Und wo verbiege ich mich die ganze Zeit? Mhm. So, und wenn das mal sich rumspricht, ne, dann kann man auch die Bremse sozusagen fördern. Und du förderst die Bremse. Ich mache mal einen Atemtest mit den Menschen. Wir müssen 2 Minuten lang eine bestimmte Atemtechnik machen. Dann machen wir wieder eine Messung und sehen, Bremse hoch, Stressindex runter. Mhm. Und zwar wie durch Zauberhand, 2 Minuten. So, und dann sage ich, okay, wenn Sie das jeden Tag 2-mal machen, nur diese Übung, wissen Sie, was passiert, weil Sie haben es gesehen. Das ist der erste Einstieg. Das heißt, die Menschen merken, dass sie das in der Hand haben, dass sie nicht ausgeliefert sind und das einfach nur blöd läuft, sondern dass sie eine Chance haben, durch eigenes Tun was zu ändern. So. Das zweite, was ich mache, das nennt sich epigenetische Haarwurzelanalyse, EHA. Das ist eine modernste Art, die DNA energetisch zu messen. Und wir nehmen die Haarwurzeln, weil das die aktuellste DNA ist, mhm, die wir so ohne großen Aufwand bekommen können. Okay. Kannst du auch Knochenmark und alles machen, aber das ist immer so groß Aufwand. Mhm. Ne? So. Aber DNA und Haut ist schon zu alt. Aber die Haarwurzel, die ist alle paar Stunden neu. So, das heißt, wir haben ein ganz aktuelles Bild. Und dann kann man auch schauen, welche Systeme sind in Schieflage. Ist es das Immunsystem? Ist es der Darm? Ist es die Lunge? Herz-Kreislauf-System? Ist es eine Belastung durch elektromagnetische Felder? In welchem Frequenzbereich? Ist das Netzstrom? Ist das 5G? Das kannst du wirklich, auf die Frequenz genau, aber auf Segmente genau kannst du es sehen. Und dann kann man sagen, okay, ich habe hier eine Übersteuerung, die mir passiert ist, weil ich halt nicht darauf geachtet habe, hat keiner gemerkt, aber ich habe hier eine Ursachensammlung. Ich sage, okay, das ist die und die Belastung und das sind vielleicht Pilze und Sporen, was man alles haben kann. Okay, und da kann man rangehen und sagen, gut, das klären wir mit Atemtechniken, mit Reflexion, Achtsamkeitsübungen. Das ist die eine. Das andere klären wir durch Ernährungsveränderung. Dass man die Stoffe zu sich nimmt, die man braucht. Also bei dieser Analyse kommt eine Liste von Nährstoffen raus, die man braucht. Und eine Liste dazu, wo ist denn das drin? Also die Quellen. Das heißt, du kriegst dann eine ganze Quelle von Lebensmitteln, wo das drin ist. Und viele Lebensmittel wie Knoblauch, Brokkoli und sowas, die enthalten halt viele Stoffe. Das heißt, die tauchen mehrfach in der Liste auf. Und dann sagt man, okay, dann mache ich jetzt mal 3-4 Wochen lang so eine Art Rotationsdiät mit all den Sachen, die ich jetzt brauche. Und du kannst zuschauen, wie es den Menschen besser geht. Bei manchen Sachen, wenn das extreme Abweichungen sind, empfehle ich dann auch schon mal ein Supplement, wo ich sage, das ist mit den B-Vitaminen. Sie haben durch ihr Leben einfach mehr Verbrauch. Mhm. Ja, wenn ich ein ganzes Jahr mit 180 fahre, brauche ich mehr Sprit als mit 120. Ja. So, dann kriegt er halt mein B-Vitamin-Komplex für 4 Wochen. Oder Vitamin C mal 1-2 Gramm. Oder Vitamin D mal 4000 Einheiten am Tag. Dass man einfach sagt, okay, wir machen einen Spiegel und dann schauen wir, welche Erhaltungsdosis brauchen wir dann. So, und dann geht es den Leuten innerhalb von wirklich 4-6 Wochen zum Zuschauen besser. So. Und dann kann man sich die Zeit nehmen, danach herauszufinden, wie sind die in diese missliche Lage gekommen. Das ist besser, das aus einer Situation zu machen, wo es den Menschen schon gut geht. Wenn sie in der Opferrolle noch drin sind, dann lechzen sie nach Verbesserung. Dann sind die nicht konzentriert genug, nach Ursachen zu suchen. Mhm. Wenn es ihnen schon besser geht, sagen sie, okay, ja, das habe ich jetzt hinter mir. Ich habe auch gesehen, es wirkt. Also der Ansatz ist gar nicht so schlecht. Na, dann traue ich mich auch, das zu machen. Weil die ja schon wissen, da wird es dann interessanter. Mhm. Ja, warum bin ich denn überhaupt in diese, wieso habe ich mich so verausgaben lassen? Meistens ist ja, dass man irgendwo jemanden hat, der dafür sorgt, dass man es tut. Ja, weil ich irgendeinen Chef habe, ein Ziel, einen Partner, weiß der Geier was. Also,
Ja. Ja, dass man nachschaut, was ist denn da passiert. Und das kriegst du mit normalen Laborergebnissen schwer hin. Ja, weil einfach die Parameter zu unspezifisch sind. Das rote Blutbild ist ganz häufig normal. Keine Entzündung. Genau, das ist ja auch das Thema. Den Leuten, die kamen ja alle und haben gesagt, du, ich habe ein großes Blutbild machen lassen, da kam nichts raus. Genau, das ist ganz typisch. Ja, weil da ist es halt auch nicht. Ja. Ja, genau. Ja? Herzratenvariabilität, wenn du ein EKG machst, siehst du es nicht. Hm. Du siehst es nur, wenn du das EKG anders auswertest. Hm. Ja, du kannst eine HRV kannst du über das EKG machen, aber du musst anders hinschauen. Ja, ja. Und auch mit diesen Belastungen. Es gibt Leute, die also gerade bei Paaren oder ganzen Familien, die wohnen ja in der Regel relativ nah beieinander und vielleicht arbeiten sie auch noch dann in diesem Homeoffice-Bereich. Und du siehst, wie unterschiedlich die Leute unter den gleichen Umweltbedingungen leiden. Gerade elektromagnetische Felder, ganz unterschiedliche. Dann schaust du nach, okay, ist die Ernährung denn auch so einheitlich? Dann stellst du fest, nee. Und es kann also sein, dass du durch deine Ernährungsform dich für diese Sachen empfindlicher machst. Mhm. Dass deine Resilienz schon deshalb sinkt, weil du dich komisch ernährst. Und das muss man alles rausfinden. Deshalb, es geht nicht um die Krankengeschichte, es geht darum, wie ist dieser Mensch eingebunden. Und du hast an der Anmoderation gesagt, ich arbeite ja nicht mit einem Dreieck Körper, Geist, Seele, ich arbeite mit einem Fünfeck. Mhm. Ja, ich habe Körper, Geist, Seele, ganz klar, aber ich habe die spirituelle Anbindung und die soziale Einbindung. Also ich muss die beiden Faktoren mit berücksichtigen, um zu verstehen, warum ein Mensch krank geworden ist. Nicht, was der hat, das ist schon auch wichtig, aber warum hat er das? Und warum hat er genau das? Ja, die fragen immer, warum ich? Ne? Mhm. Ja, muss man es halt rausfinden. Ja. Wie nutzt du die spirituelle Anbindung, wenn jetzt der Zuschauer sagt, wie soll ich diese Säule jetzt nutzen oder integrieren? Oder? Wie aufgehoben fühle ich mich auf dieser Welt? Habe ich eine Vorstellung von meiner Mission? Ja. Habe ich irgendwie die Idee, dass es einen Grund gibt, der mich hier sein lässt? Man könnte sagen, so wie ein Welpe heute auch, der wird halt geboren, sagen, ja gut, vielleicht unterscheiden wir uns ein bisschen vom Hund. Ja, vielleicht haben wir noch ein bisschen andere Sachen. Und wenn sie sich dann so ein bisschen zurückversetzen in die Kindheit, sagen sie, da war ich spirituell angebunden, habe es gar nicht gemerkt. Da war für mich das ganz normal, mich mal mit einem Baum zu unterhalten oder mit irgendwelchen anderen Sachen. Oder habe an Engel geglaubt und Tod und Teufel. Sag ich, ja, so falsch war das nicht. Mhm. Ja, man kann es vielleicht aus der kindlichen Perspektive rausnehmen und eine Erwachsenenperspektive anbieten, aber so falsch war das ja gar nicht. So, und wenn man das mit reinnimmt und man sagt, okay, ich sage mal, das Universum ist auf unserer Seite, wir müssen es nur nutzen. Ja, das ist für die meisten so neutral genug. Ja, da muss man nicht religiös reingehen oder sowas. Ja. Religionsfrei ist das, absolut. Ja, aber dass ich sage, es muss doch irgendwo einen Sinn auch geben für dieses Leben. Und wenn ich mich so bewege, dass es mir keinen Spaß macht, dass ich als müder Mensch 24/7 durch die Gegend laufe, das ist doch nicht Ziel des Lebens. Ja, es ist aber auch so sinnbefreit. Ich denke, wie kommt dann dieser Mensch, das könnte ich mir schon vorstellen, dass das genau diese Lethargie gerade auslöst, auch bei unseren jungen Menschen, ja, die sagen, ich schaffe keine 8 Stunden am Tag in irgendeinem Büro. Mhm. Ich mache das nicht. Ja. Aber was machen wir sonst? Also wie komme ich an meinen Lebensweg? Ja? Gibt es da Methoden und Möglichkeiten, Visualisierungsthemen? Ich denke, vielleicht kommt jetzt auch eine Zeit, wo es Dinge gibt, die wir noch gar nicht wissen, dass die in Zukunft interessant werden. Mhm. Also man kann schon, ich helfe dem Patienten immer so, dass wir ein bisschen zurückgehen und sagen, was war der schönste Moment in Ihrem Leben? Ja, wo waren Sie, haben Sie sich am glücklichsten gefühlt? Meistens fange ich mit dem Negativen an. Was war denn das schlimmste Moment in Ihrem Leben? Was war die größte Enttäuschung? Ne? Mhm. So, da kommen in der Regel 1, 2, 3, 4 Sachen sofort. Ne? Was war der schönste Moment? Ja, wann haben Sie sich am glücklichsten gefühlt? Wann waren Sie mal so richtig im Flow, wo Sie gesagt haben, hey, das Leben so, wie das jetzt ist, so gehört sich das. Und dann stochen die meisten Leute so ein bisschen. Ja, ne? So nach dem Motto, hatte ich das überhaupt schon mal? Exakt, ja. So. Ja. Und dann kann man es ein bisschen forcieren und sagen, ja, Geburt der Kinder. Also viele Frauen sagen, ja, die Geburt, ne, ist das so ein erfüllender Moment. Sag ich, gut. Geht es auch ohne eine Geburt? Ja, kommt ja nicht so häufig vor. Okay, dann finden wir irgendwas anderes. Und dann sage ich, okay, wenn ich mich zurück erlebe, kann ich auf Erfahrung gründieren. Kann sagen, okay, ich habe das schon mal erlebt. Was war damals anders?
Und dann, wenn man sich nachschaut, was war denn da anders, wer war vielleicht andersherum, dann machen wir so eine kleine Mini-Aufstellung. Ich nenne das mein Umfeld. Da wird einfach gezeichnet, Konzern in der Mitte, wer war damals im Leben, hat eine Rolle gespielt, wer hat beeinflusst, wie nahe, also die, beim Zeichnen, wie nahe waren die mir? Kann man durch Abstand machen. Und waren die mir zugewandt oder abgewandt? Dann jeder dieser Kreise hat eine Nase und sagt, ich bin zugewandt oder abgewandt. Das ist so eine Mini-Familienaufstellung. Mhm. Wobei das nicht Familie ist, sondern Umfeld. Mhm. So. Und dann sehen die oft Konflikte und sagen, ich habe lange gebraucht, um das so zu zeichnen, so war es. Und da bin ich ganz erstaunt, dass das so rausgekommen ist. Und da sieht man dann, okay, wo waren die Knackpunkte? Warum bin ich aus diesem Glücksgefühl wieder rausgeschossen worden? Und wenn man das ein paar Mal erlebt hat und sagt, ich habe mich immer von derselben Kraft ablenken lassen. Und jetzt bin ich stark genug und mache es nicht mehr. Mhm. Ne? Aber das ist sehr individuell. Da gibt es keine Klischee-Lösung, die man da anbieten könnte. Ja, gut, auf deiner Webseite habe ich ja gesehen, du hast ja so Videos veröffentlicht mit Übungen. Da habe ich dann auch mal eine mitgemacht. Das fand ich ganz spannend. Vielleicht kannst du mal erklären, was du da genau machst. Weil man kann das ja wirklich mitmachen, oder? Ja. Also ich kann es ja auf meine Themen genau. Also ich habe immer auf meiner Website, habe auch bei meinen Webinaren, habe ich immer eine Übung, da geht es um Verbot der Selbstliebe. Mhm. In dem Fall die Mutter, weil die einfach der wahrscheinlichste Ort ist, wo es stattfindet. Wer den Vater nehmen, nimmt halt den Vater. Und das geht dann so, dass ich mit mir reinschaue, warum könnte es sein, dass ich mich gar nicht liebe? Mhm. Ja, dass man sagt, ich habe Angst, ich werde mich überhaupt nie lieben. Und da kommt raus, weil ich mich gar nicht lieben darf. Da hat mir einer beigebracht, du darfst es nicht. So. Und dann geht halt die Auflösung so, auch wenn ich Angst habe, dass ich mich niemals lieben werde, weil ich mich gar nicht lieben darf, weil das, wie auch immer, Mama nicht recht wäre, liebe und achte ich mich dennoch so, wie ich bin. Und ich leiste mir die Freiheit, dieses Programm einzustellen. Und ich leiste? Leiste mir die Freiheit, dieses Programm einzustellen. Okay. Oder aufzugeben. Und dann hast du ja auch so eine Bewegung. Und da geht man auf diesen wunden Punkt, heißt der. Der ist so Schlüsselbein Mitte, so 2-3 Querfinger da unten. Oder wenn ich sage Hand aufs Herz, lande ich mit einem der Finger da oben. Mhm. Man nimmt 3 Finger Schrot, ne, damit man halt nicht so zielen muss. Und das soll sich bewegen. Man kann auch klopfen. Ist egal, welche Richtung. Egal, welche Richtung. Okay. Es soll sich bewegen. Es gibt Menschen, die haben da einen Port in der Nähe. Dann sage ich nicht reiben, klopfen. Es soll sich nur bewegen. Mhm. Und mit diesem Punkt, wenn ich den bewege, verbinde ich die beiden Hirnhälften, verbinde Herz und Kopf. Und dann muss ich die Formel laut aussprechen, weil ich durch dieses laute Aussprechen der Interferenz im Mittelhirn erzeuge. Und diese beiden Sachen garantieren mir, dass das, was ich sage, im Unterbewusstsein ankommt und nicht durch den Verstand rausgefiltert wird. Das ist der Trick dabei. Okay. Also das ist der wunde Punkt, heißt der. Ja, schon. Also es ist wirklich interessant, gerade in dem Video habe ich das dann genau nachgemacht und hast du die Sätze gesagt. Ja. Und da kommt irgendwie trotzdem so wie so eine Erleichterung. Genau. So das ist so eine Schuldbefreiung. Ich im Video, glaube ich, das geht um die Schuld. Ne? Ich vergebe mir von ganzem Herzen. Ne? Weil ich damals nicht anders konnte, es nicht besser wusste oder nicht anders wollte. Mhm. Ja, dass man einfach sagt, diese 3 Aspekte, und da vergebe ich mir einfach. Ich habe halt Scheiß gebaut und ob ich das nicht anders wusste, nicht anders wollte, nicht anders konnte, ist egal. Mhm. Ja, ich nehme diese Last weg, die sowieso nicht von mir ist. Die hat mir irgendeiner da aufgepfropft und ich war halt bereit, habe gesagt, ja, mein Rucksack ist noch leer, tu es rein und dann schleppe ich die ganze Zeit das Teil mit. Und das lege ich ab. Mhm. Und das befreit unendlich viele Leute. Ja, in dem Fall war es, glaube ich, ein junger Mann, wo es mit dem Vater-Thema war auch so ein... Da haben ja auch solche viele gute, lösende Sätze, wo man, glaube ich, mal pauschal machen kann, weil es einfach irgendwie... Also ich habe in meinem ersten Buch, Mit Absicht gesund, da habe ich 30 Fälle beschrieben, die ich arbeite. Und das sind diese Lösungssätze mit dabei. Die sind im Anhang auch noch zusammengefasst, auch in der zweiten Auflage von dem Buch. Und da kann man sich einfach mal die Sachen durchlesen. Und dann wird man von den Themen, die einen betreffen, auch angesprochen. Weil du das einfach nicht nur überliest, sondern du merkst, aha, da bleibe ich hängen. Mhm. Ja, dann liest du das vielleicht nochmal. Was war denn das gerade? Dann sagst du, okay, das könnte für mich sein. Und dann kann man anfangen, das einfach mal zu tun. Dann wirst du sagen, okay, das bewegt mich wirklich. Und das sind halt dann nachher diese Gießkannenlöcher, die wir dann erkennen. Absolut. Ja. So, und wenn du immer mehr Löcher zumachst, bleibt immer mehr übrig fürs Bett. Ja. Wenn du jetzt von neuen Therapieformen sprichst,
da haben wir jetzt schon mal die Analyse gehabt mit der Haarwurzel. Dann hier nochmal innere Arbeit mit Glaubensmustern oder Glaubenssätzen übernommenen. Was haben wir noch für eine Möglichkeit anzusetzen? Dass du nachschaust, was du wirklich an Nährstoffen brauchst. Dass du nicht im Sinne von Medikamenten denkst, was muss ich reparieren, sondern was muss ich einfach zuführen an ganz normalen Stoffen, die der Körper braucht. Dass ich das nicht therapeutisch denke. Also ich esse jetzt das, weil da ist jetzt Selen drin und ich brauche Selen. Sondern da habe ich ein ganz falsches Verständnis von Nahrung. Sondern dass ich das Verhältnis zur Nahrung so natürlich gestalte, dass ich mir unbewusst das wähle, was mir gut tut und mir gar keine Gedanken darüber mache, warum ich das esse. Dass man einfach besser essen kann, qualitativ. Das gehört mir dazu. Dann gehört mir dazu, dass ich Bewegung nicht als Strafe ansehe, sondern dass ich anfange, mich gerne zu bewegen. So, als wenn die Leute anfangen zu sagen, gut, dann mache ich jetzt ein Morgenritual, ich bete oder was, ja, lese was, muss mich bewegen und das auch noch, dann wird das nichts. Mhm. Das kann man schon mal vergessen. Wir haben ein Video bevorsetzen, dann wird das nichts. Ne? Aber ich nehme jetzt mal einen Teil davon und sage, okay, 4 Wochen, 6 Wochen verändere ich jetzt meine Ernährung, ich gehe nach dem Plan aus dieser Analyse und mache das mal. Und dann sind so auch Fragebögen dabei, wie fühle ich mich jetzt? Also wie ist meine Fitness? Wie fühle ich mich? Bin ich müde? Bin ich abends müde? Das kann man so alles in so eine Skala eintragen. Und nach 30 Tagen macht man das einfach nochmal. Und dann kannst du vergleichen, wenn du das einfach wieder ganz normal ausführst, hey, was ist denn das für eine Bewegung? Hat sich ja verändert. Mhm. Und die einzelnen Sachen merkst du aber nicht. Du merkst nur, wenn du es dokumentierst und anschaust. Und das gehört für mich mit in die Therapie mit rein, dass ich dem Menschen beibringe, wieder natürlicher zu leben, das heißt, sich natürlicher zu ernähren, sich natürlicher zu bewegen. Ich habe so ganz primitive, einfache Sachen, die ich da anbiete. Liegestütze, natürlich, wenn der Boden zu flach ist und ich schaff's noch nicht, dann halt am Sideboard oder an der Tür. Oder Kniebeugen an der Tür, ich sage mal Kniebeugen an der Tür, Tür aufmachen, festhalten, Kniebeugen. 20 Stück am Tag, ob 4x5, 5x4, 10x2, 2x10, völlig egal. Ein Ziel, 20 Stück am Tag. So, wenn ich das 2 Wochen mache, dann denke ich gar nicht mehr drüber nach, wie 20 Kniebeugen gehen, weil ich die auf einem Stück mache. Mhm. Und dann sage ich, okay, ich habe jetzt 30. Ne? Dass man sich mit Spaß vorarbeitet. Und das nicht als, wie soll ich sagen, als Mühsal oder Bestrafung oder Diät oder was auffasst und sagt, nee, ich fange jetzt an, bestimmte Sachen zu ändern und wenn ich das kann, das Nächste. Wenn ich das kann, das Nächste. Wenn ich, ne? Und nach einem halben Jahr sind die Leute wie umgedreht. Hm. Ja, spannend. Wir hatten ja auch die Information bekommen, dass gerade auch diese Vata-Thematik sich in den Gelenken einsetzt, also diese Antriebslosigkeit und Müdigkeit dann wirklich auch energetisch so in den Gelenken steckt. Ja. Und auch faszinierend zu sehen, wie schnell sowas sich befreien lässt und wie dann auf einmal der Körper sich wirklich so befreit anfühlt und dann wieder mit der Motivation natürlich die Gelenkübungen morgens zu machen, weil man eben dieses Thema nicht mehr mit sich rumtragen möchte. Ja. Also schon auch, je ganzheitlicher wir unseren Körper, glaub, verstehen, desto mehr kann ich mich natürlich auch für solche Dinge motivieren, weil dann erschließt sich für mich noch mehr der logische Zusammenhang. Genau, wenn du so eine Antriebshemmung hast, dann morgens schon, ne? oder so eine Anlaufstörung, und du sagst, oh, ich muss jetzt 5-6 Schritte gehen, damit ich überhaupt, ne, damit es nicht mehr so knirscht. Die meisten Leute sagen, okay, dann nach 5 Stunden geht's ja dann. Ne? Ja. Und die anderen sagen, ey, ich will frei aufstehen, dann muss ich was anderes tun. Mhm. So, und dann hast du, wenn du sagst, Ayurveda-Kur hast du gemacht, da bist du noch im Schwang und jetzt bist du dran, in deiner Disziplin zu sagen, okay, ich mach das weiter. Nicht, ich muss das weitermachen, sondern ich mach das weiter. Das ist ja immer das Geschenk. Die Gäste kommen immer zu den Themen, die ich selber habe. Weil jetzt ist genau die Herausforderung, das umzusetzen, ja. Und es ist wirklich auch eine Challenge, muss man wirklich sagen, ja. Absolut. Du bist der Ernährungsspezialist, ich bringe da auch was mit. Also wir können uns gegenseitig ergänzen, ganz normal. Aber das ist normal, das ist schön. Ja, ja. Ist ja auch menschlich irgendwo, ja. Klar. Ich merke es ja auch, ich hab einen kleinen Hund und da bist du halt vom Tag ein bisschen strukturiert, weil der muss halt raus. Und dann nütze ich das auch aus und gehe halt mit dem früh spazieren, Mittag und Abend oder nachts auch schon mal. Und wenn der nicht da ist, weil ich halt viel auf Reisen auch bin, dann kann ich den abgeben, ist er halt auch mal 2-3 Wochen nicht da. Mhm.
Da könnte ich natürlich morgens auch rausgehen. Da kann ich mich noch wirklich dazu motivieren. Aber mittags auch noch spazieren gehen und abends auch, das, da erwische ich mich, wenn ich das nicht tue. Morgens, da bin ich sehr konsequent. Das habe ich schon vor dem Hund gemacht, deswegen ist es nicht so schwer. Aber mittags rauszugehen und nicht durchzuarbeiten oder das abends oder sowas, da muss ich mich wirklich zwingen. Ich muss sagen, ey, pass auf, du gehst jetzt raus. Und ich habe mich schon dabei ertappt, also nicht ertappt, ich habe es einfach gemacht, ich habe meinen Wecker gestellt. Da sage ich, pass auf, 19.30 Uhr, du gehst jetzt raus. Mhm. Ich habe einen Wecker, der sagt mir, wenn ich viel zu tun habe, wann ich mit dem Arbeiten aufhören soll, weil ich dann schon auch gerne mal ein bisschen durchmache. Mhm. Ich muss mich da auch selber am eigenen Schopf, falls ich noch was habe, ne? Weil ich mich da auch vor. Ich bin dann mit meinen Patienten immer sehr, wie soll ich sagen, freundlich. Ich sage mal, einer der Patienten hat mir gesagt, ich sitze meinen Patienten liebevoll im Nacken. Ich frage schon nach, wie es geht, ja, aber ich zwinge dann immer. Mhm. Ne? Und weil halt, ich habe ja auch eine eigenartige Compliance, das kann ich mir so viel vorstellen, wie es anderen Menschen geht. Aber ich sage immer, wenn du was vorhast, wenn du wirklich was vorhast, dann gibt es nur Sachen. Du musst dich dann hinsetzen, das Ziel formulieren, schriftlich. Das geht nicht im Kopf. Du musst es sehen. Mhm. Du musst etwas finden, woran du messen kannst, dass du es erreicht hast. Also muss irgendwas Messbares sein. Und du musst wissen, wie du dich fühlst, wenn du es erreicht hast. Und das gilt für diese Therapieformen auch. Wir vereinbaren ziemlich genau, also sehr identisch und individuell, was der Patient erlebt, wenn er sein Ziel erreicht hat. Und das ist wichtig. Dass man die Zukunft auch lebt oder fühlt oder emotional wahrnimmt. Ja. Das kann am Anfang so verpixelt sein. Ich habe immer so eine Metapher, dass das Navigationsgerät, wenn ich eine Adresse eingebe, die ich nicht kenne, dann weiß ich ja nicht, wie es da ausschaut. Mhm. Aber wenn ich jetzt von Köln, Bonn, wo ich da wohne, nach Rorschacher Berg fahre, dann weiß ich definitiv nicht Richtung Hamburg. Also ich sollte schon Richtung München oder wie auch immer fahren, Süden, Bodensee. Mhm. Und erst da unten, wenn ich da am Bodensee bin, dann muss ich ziemlich genau wissen, wie es weitergeht. Und erst wenn ich in Rorschach bin, sage ich vielleicht, ja, okay, jetzt an die Straße. Also ich muss es nicht auf einen Millimeter genau schon kennen. Mhm. Das mit dem Weg muss es genauer werden. Mhm. So. Und das, je mehr ich mir Einzelheiten mache, es wird oft auch gesagt, du musst dein Bild so was von eindeutig haben, so 3 Millionen Pixel. Vergiss es. Das kann auch ganz anders sein. Du musst nur wissen, wo es lang geht. Du musst immer genau wissen, wo ist der nächste Schritt, wo ist der übernächste Schritt und der nächste und danach geht es weiter. Mhm. So, das ist auch in der Therapie so. Und dann halten die Leute halt auch durch, wenn sie sich zu viel vornehmen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie abbremsen, einfach zu hoch. Ja. Super. Aber das ist menschlich, das ist nichts Krankhaftes. Ja. Ist halt immer wieder, kennen wir ja. Oder wenn du ein Instrument spielst, wenn du ein Instrument lernen willst, oder ich lerne Polnisch oder so. Polnisch ist eine schwierige Sprache. Schon so viele Sprachen gelernt, aber Polnisch ist echt eine Herausforderung. Okay. Ja, du musst dranbleiben. Wenn du eine Woche nichts tun, weißt du, warum? Warum du dranbleiben musst. Ja. Schön. Falls doch die Zuschauer sich ein bisschen informieren wollen, du hast ja auch Ausbildungen oder auch eine Community. Vielleicht kannst du da 2, 3 Worte kurz dazu sagen und auch, wo man sich informieren kann. Also meine Hauptwebsite ist dr-meissner.de. Mhm. So, Meissner mit 2 S. Da findet man eigentlich alles drauf. Ne? Ich habe noch eine Website, Volker mit F, volker-meissner.com. Da geht es um Webinare. Das ist für die Leute, die was ändern wollen, die aber erst mal schauen wollen, wie ich so arbeite. Mhm. Ja, so. Dann habe ich das Buch mit Absicht gesund 5.0 als zweite Auflage von meinem ersten Buch. Und ich habe 2021 ein Buch herausgebracht, Deine Lizenz zur Selbstheilung. Mhm. Das sind Selbststudium-Bücher. Das eine mit Absicht gesund 5.0 ist eher ein Lesebuch, also wo ich viele Fälle habe, 30 Fälle, wie ich wiedererkennen kann. Das, deine Lizenz zur Selbstheilung hat eben auch dieses Pentagramm, Körper, Geist, Seele, Spirit, Sozium, und ist eher ein Lehrbuch. Da kann ich lernen, warum ich was tun sollte. Die sind also nicht wirklich austauschbar. Die ergänzen sich halt gut. Und das bringe ich eben in meinen Webinaren um. Ich habe einen Online-Kurs, den man auch auf meiner Homepage sieht, für Leute, die was tun wollen, aber jetzt nicht gleich den Mentor nebendran haben wollen. Die sagen, ich kann das auch alleine. Das sind Module, das sind eingesprochene Videos, Sachen zum Arbeiten halt auch. Ne? So. Und manche Leute merken halt, dass sie im Online-Kurs merken, dass sie alleine nicht weiterkommen, was normal ist. Es gibt Themen, die kriegst du alleine schlichtweg nicht hin. Ja. So. Und dann sagen sie, okay, dann mache ich es wie so ein Profisportler, ich hole mir halt einen Coach, um weiterzukommen. Ja. Ja. Also da findet man alles. Und ich mache es, bin jetzt über 40 Jahre Arzt und seit 30, 35 Jahren mache ich
ganzheitliche Medizin. Ich glaube, ich weiß nicht, wie viele tausend Patienten begleitet. Ja, also ich habe schon viel gesehen, aber es ist sowas von spannend, herauszufinden, was es noch Neues gibt. Also welche Veränderungen sich in der Gesellschaft tun. Innerhalb der Patienten, manche kenne ich auch schon 20 Jahre. Und da kenne ich schon die Enkel zum Teil, ne? Wenn man so lange an einem Ort ist. Ne? Ja. Wo ich sage, hey, was sich da alles so verändert hat. Und wie manche Menschen darauf ansprechen, wenn sie mal so ein Aha-Erlebnis haben, ja? So eine Epiphanie. So, ey, jetzt habe ich es begriffen. Und dann geht das los. Und vieles ist dann kein Thema mehr, wo die sich ein halbes Jahr, ein Jahr lang damit rumgemüht haben. Super. Ja, das ist immer wieder erstaunlich. Das hätte nicht am Laufen. Ja. Sonst könnte ich ja sagen, ich bin Rentner und dann das war's jetzt. Nee, das merkt man ja auch bei dir, ja, dass es auf jeden Fall umgesetzt wird. Ja. Ja. Vielen Dank, Volker. Ich freue mich auf weitere Videos oder Interviews mit dir und ja, bis bald. Danke. Vielen Dank. Liebe Zuschauer, ja, ich hoffe, Sie konnten auch wieder einige Werkzeuge für sich mitnehmen, um wieder ja, vielleicht auch in die Aktivität, in die Lebensfreude und ins Gesundsein zu kommen. Und bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüss.